Ladies and Gentlemen, welcome back to EA Sports UFC. Wir sind hier in Runde 2 dieses Kampfes gegen den Body Fappa, was weiß ich. Ja, schnauze dein Publikum. So, Runde 2. Trevon White. Sein Kopf ist doch eigentlich immer noch ziemlich im Arsch. Normalerweise sollte ich das doch jetzt hier richtig gut beenden können, oder? Schöne Uppercut-Kombination. Zack, Flying Knee. Also ist Flying Knee, ne? Habe ich da mal jemals einen Finish? Alter, was ist denn das hier für ein Slugfest? Flying Knee! Uppercut. Alter, das gibt's doch gar nicht. Oh mein Gott, ey. Sein Kopf ist doch die ganze Zeit rot, aber irgendwie... Oh, schön, ja, schön. Aber ein guter Treffer von ihm. Scheiße, ich muss auf meinen Körper aufpassen. Alter Verwalter, jetzt hat er aber nicht so auf seine Gesundheit geachtet, glaube ich. Vorsicht, Vorsicht. Oh, nix gibt's. Oh, was ein Uppercut, was ein Uppercut. Finish ihn. Was? What? Nee, Moment einmal. Falsches Spiel. Falsches Spiel. Hallo. Sollte ich ihn nicht eigentlich gerade finishen? Reicht's aber. Auch nochmal so ein richtig schön. Oh, jetzt hat er aber. Jetzt habe ich ihn aber. Komm. Scheiße, die Wand an. Das gibt's ja wohl nicht. Vergiss es, ey. Fuck. Oh, das ist nicht gut. Komm in den Uppercut rein. Komm. Ja, was machst du denn? Zack. Nasty leg kick lands. Nice uppercut. Was? Da war der Brazilian Kick. Das darf doch gar nicht wahr sein, ey. Das darf doch gar nicht wahr sein. Dass das den nicht interessiert. Oh Gott. Oh Mann. Interessante zweite Runde. Gar nicht so, wie ich geplant hatte. Das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Und dann geht er mit diesem Fly. Alter, das war ein Flying Knee so richtig schön auf der Backe, ne? Oh, der Frontkick war auch sick. Da dachte ich, ich krieg ihn und dann kommt er auf einmal und knockt mich einfach um. Und dann dieser wundervolle Uppercut. Das war eine geile Runde. Nur sie lief seltsam. Alles klar. The Body Snatcher. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Komm, jetzt hauen wir nochmal so einen Uppercut. Jetzt ist er am Käfig. Alter, hau ihn. Das ist ein richtiger Uppercut-Kombo. Uppercut-Kombo. Das gibt's doch gar nicht. Was hält denn der Typ aus? Flying Knee! Oh mein Gott. Wieder Uppercut-Kombo. Komm. Das darf doch gar nicht wahr sein, ey. Das gibt's einfach nicht. Was ist denn das für ein Kampf, Mann? Stark gemacht. Oh Gott. Doch, jetzt aber der Uppercut. Jetzt hat die Uppercut-Kombo. Das gibt es einfach nicht. Flying Knee, das gibt es nicht. Warum sterben die durch das Flying Knee eigentlich nie? Jetzt hat am Käfig Uppercut-Kombo. Ich will diese Uppercut-Kombo. Oh, shit.
Ich wollte die Uppercut-Kombo unbedingt durchbringen. Ich sehe schon, das funktioniert so nicht. Das ist Kampf. Oh, da ist wieder dieser Brazilian Kick gewesen. Den finde ich auch schon ziemlich geil eigentlich. Oh, ne. Fuck. Fucking hell, Alter. Fucking hell. Oh, ich muss langsam aber sicher aufpassen. Oh, jetzt habe ich den. Ah, jetzt habe ich das Bein zum ersten Mal abgefangen. Das ist natürlich nicht schlecht gewesen. Ah, der Judo Flip hat leider nicht funktioniert. Scheiße, komm schon, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Das gibt's nicht, ey. Der Typ fällt nicht um. Der Typ fällt nicht um. Aber er muss umfallen. Ich weiß nicht, ob ich das Ding nach Runden gewinne. Oh, fuck. Fuck. Ich glaube, das verliere ich nämlich nach Runden. Oh, shit. 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 Der ist so weit unter mir in der Rangliste. Nein, jetzt hätte ich einfach nur den Takedown. Oh, das ist es, das ist es. Komm, komm, der ist am Ende. Der ist am Ende. Mach ihn kaputt, Lee, bitte. Das darf nicht wahr sein. Komm schon. Das darf nicht, das darf einfach nicht wahr sein. Yes, yes, yes. Holy shit. 11 Sekunden vor dem Ende. Zuerst das Knie gestoppt, dann offenes Feld. Bam. Oh, meine Nerven, ne? Oh mein Gott, ey, meine Nerven, ey, das war... Ich hätte das Ding, glaube ich, nach Punkten nicht gewonnen. Und dann so ein überragender Shot noch. Leck mich am Arsch. Wann holen wir wohl mit Lee... Alter, alles Entscheidungskämpfe. Da, endlich! Ich wollte gerade noch fragen, wann hole ich eigentlich endlich mal den K.O. des Abends? There we go! Und Kampf des Abends und Submission des Abends geht an Bowles gegen Pickett. McDonald verteidigt gegen Diller schon nach Punkten. Alter, das ist, was ist das für eine Card? Entscheidung, 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 Submission, K.O., Submission, Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Alter, da fällt es mir natürlich leicht, den K.O. des Abends zu holen, weil ich der einzige K.O. des Abends bin. Das ist jetzt nicht so motivierend. Nur Magomedov hat auch noch gewonnen gegen Miller, das heißt, der Typ baut richtig krass aus. Oh mein Gott, immerhin gibt es mal einen Bonus. Gucken wir mal ganz kurz nach Statistiken. Sehr schwierig zu sagen, an wen dieser Kampf gegangen wäre. Er hat halt extremst viele Takedowns gehabt, wofür er bestimmt eine Menge Punkte bekommen hätte. Aber trotzdem eine sehr, sehr krasse Geschichte. Oh, ladies and gentlemen, das war schon sehr, sehr, sehr geil. Nicht schlecht. Okay, jetzt hat nochmal volle Konzentration im Training. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf jeden Fall auf Platz 20 gerutscht sein. Vielleicht sogar schon in die Top 20, so 19 oder so. Oh. Holy sh**. What a knockout, kid. That is exactly what we knew you could do when we signed you. Tja, Bruce Lee halt. Bruce Lee halt. Ja, aber ich kann mich nicht drüber freuen. Ich war der einzige Knockout des Abends. Verdammte Scheiße. Naja, gut. Cephedine verteidigt gegen Carlos Condit. Mensch. Egal, letztendlich. Oh nein, Phil Davis hat Henderson besiegt. Schade, Dan.
Sehr schade. In Runde 3 durch K.O. und verteidigt. Ah, sehr schade, sehr schade. Ottavio Cavalcante. 14:5 Jiu-Jitsu. Hat 100 Submission. Alles klar. Weiß ich ja, in was ich jetzt investieren werde, meine nächsten Punkte. Ach du Scheiße. Nun ja, wir haben jetzt eine Statistik von 13:6. Oder sind wir schon bei 14:6? Das ging mir jetzt alles ein bisschen zu schnell. Ne, wir haben die 12:6 geholt, dann die 13:6 und jetzt die 14:6. 14:6, nicht schlecht. Wir kommen zum Training. Gut, jetzt wird rangeklotzt. Arbeiten an unseren Ringerfähigkeiten. Das sollte ja kein Problem für uns sein. Das sind eigentlich... Bei den Ringtechniken warst du heute schwach, aber kein Problem. Genau deshalb arbeiten wir ja. Geil, ich hab's verkackt. Also gut, dann ich bin aufgestanden, was jetzt an sich nicht verkehrt ist. Nur dummerweise wollten die das hier. Dass ich das drehe. Sehr schön, du hast dir diese Techniken toll drauf geschafft. Einfach nur aufstehen. Gut, Submission. Ah, diesmal aber verteidigen. Alles klar. Verteidigen ist eigentlich immer recht leicht. Oder auch nicht? Doch. Ja, sehr gute Submission-Verteidigung. Er hätte zwar eigentlich schon längst die Submission weiter ansetzen können, aber hat sich gedacht, nee, komm, keine Lust jetzt mit dem zu trainieren. Geht es darum, die gegnerischen Angriffe zu blocken. Aber weißt du was, Joe Adams, genau so will ich das sehen. Schön mit den Fäusten. Mir ist das auch wurscht. Ich habe auch keine Lust mit dir zu trainieren. Du bist nämlich so ein bisschen grenzdebil manchmal. So, komm, jetzt muss ein Schlag oben kommen. Du musst dich verteidigen. Mann, sah das schmerzhaft aus. Ja, wie oft schlägt der noch da unten? Oh, und immer wenn ich unten verteidige, dann kommt er oben. Toll geblockt. Ja, gut, da fällt es mir jetzt nicht ganz so schwer, die Max-Punktzahl zu holen. Schön geblockt. Tada! Scheiße, ich höre im Hintergrund schon wieder diese scheiß Mucke. Muss ich ja auf jeden Fall drüber sprechen, weil ansonsten... kriege ich wieder Content-Probleme und dann raste ich wieder aus und dann ist eh wieder alles scheiße. Egal, wir sind auf jeden Fall gut im Training dabei. 1600 Punkte, das sind auf jeden Fall viele Punkte, die ich jetzt verteilen darf. Ich habe nur noch einen kleinen Bonus bekommen, das heißt, oh, jetzt gibt es auch wieder so wenig, das ist immer so ein bisschen komisch. Egal, letztendlich sind es 890 Punkte, die ich auf jeden Fall jetzt in die Verteidigung wieder setzen werde. Ah, ne, stopp. Verteidigung ist mir wichtiger erstmal. 90 und 72. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Kann ich in diesen Kampf mit dem Typen, der 100 Submission hat, eventuell ein bisschen sorgenfreier gehen? Jetzt will ich aber noch wissen, wo ich jetzt in der Rangliste gelandet bin durch diesen Kampf. Ja, jetzt hat der eine 29-2. Ne? Also wenn das ist für mich nochmal so ein Future Champ und für mich wäre das auch noch so mal der Kampf der Kämpfe. Wobei ich gegen Pettis auch sehr feiern würde. Oder gegen Henderson, aber das wird wohl nicht mehr passieren. Aber Pettis würde ich auch noch sehr feiern. So, wir sind durch diesen Kampf auf Platz... Oh Gott. Oh, ein Platz nach oben, wirklich? Immerhin treffen wir jetzt auf Platz 19. Das ist schon mal besser. Damit kann man was anfangen. Aber ob wir damit was anfangen können, das, Ladies and Gentlemen, sehen wir tatsächlich erst morgen bei EA Sports UFC.